Sie haben das Argument nicht verstanden. Wenn ich eine Gruppe von Geimpften habe und eine Gruppe von Ungeimpften, weil die nicht geimpft werden wollen, dann betrifft dieses Risiko, das Sie da beschreiben, nur die Ungeimpften. Und dann ist jeder, der ungeimpft ist, sich des Risikos bewusst. Und in dieser Gruppe mag es sein, dass jeder dieses Risiko für sich trägt. Die Geimpften können an der Stelle nicht erwarten, die Solidarität derer, die sich nicht impfen lassen wollen, weil sie ja gar nicht bedroht sind. Denn sonst würde ja die Impfung gar keinen Sinn ergeben. Also in der Gruppensolidarität spielt dieses Argument überhaupt keine Rolle. Überhaupt gar keine. Es ist einfach schlicht nicht logisch. Es tut mir leid. Es funktioniert aber nur, wenn Sie wie bei Masern diese ominösen 95% geimpft haben. Dann haben die 5% Hardcore-Impfverweigerer haben sozusagen so viel Schutz durch die große Gruppe, dass sie dadurch nichts befürchten müssen. Das haben wir im Moment in dieser Zwischenphase, wo wir zwar 35-40% Geimpfte haben und viele, die es noch wollen, ist diese große Gruppe dann, bis es mal 70% sind, aber nicht geschützt. Und das liegt auch daran, dass es dann immer wieder welche geben wird, die es nicht machen. Sie vermischen zwei Argumente, die nichts miteinander zu tun haben. Das eine ist die Frage der Solidarität. Das eine ist die Frage der Solidarität. Lassen Sie mich doch auch mal ausreden. Sie vermischen zwei Argumente. Das eine ist die Solidarität und das andere ist das epidemiologische Geschehen. Und also die Ansteckungsgefahr. Nein, in dem Moment, wo ich eine Gruppe beliebiger Größe habe, die sagt, ich will mich impfen lassen, ist diese Gruppe vor der Gruppe der Ungeimpften, egal wie groß sie ist, geschützt. Und da gibt's, ja, das ist dann so. Die Gruppe der Ungeimpften untereinander fordert ja gar keine Solidarität ein, weil die sagen, ich impfe mich ja freiwillig nicht. Also ist das Solidaritätsargument an der Stelle falsch. Das epidemiologische Argument, das Sie jetzt gerade vorgetragen haben, das ist richtig. Aber das betrifft dann nur die, die für sich die Entscheidung treffen, nicht geimpft werden zu wollen. Der Unterschied ist nur, Sie gehen vom Endpunkt aus. Ich sage, es gibt noch die dynamische Phase dazwischen. Wenn wir mal bei 70% sind oder 80, haben Sie recht. Vorher aber, in dieser dynamischen aber wir haben doch sowieso die Situation, dass sich 60-70% der Leute impfen lassen wollen und deswegen der Engpass nicht in der Impfbereitschaft liegt, sondern nur in der Impfverfügung. Ich versuche es nochmal konkret zu machen. Das ist sehr interessant. Und Herr Barton sagt, es gehen ja die Zahlen überall runter, weil die Impfraten steigen. Ist das so? Also ich glaube, dass es multiple Faktoren sind. Also wir haben eine natürliche Durchseuchung, wir haben eine Immunisierung über die Impfung, wir haben saisonale Effekte. Also ich denke mal, ja. Weil es ist ja doch interessant, dass die Zahlen relativ parallel in allen europäischen Staaten sinken, obwohl die Impfraten sehr unterschiedlich sind. Was wirklich interessant ist. In Europa sind sie relativ ähnlich mittlerweile. Ja, also Frankreich, Italien, Spanien, die großen Länder sind. England hat, weil sie nichts exportiert haben, hat einen Vorsprung. Die anderen großen Länder haben alle ziemlich gleich 30-35%. Aber das Spannende ist, wie rasch das runtergeht. Das hat ja alle Modellierer, Virologen vollkommen überrascht, auch die Politik und jetzt, auch das bürokratische Monster übrigens, und jetzt haben sie natürlich auch Eile, diesen Riesendampfer, der jetzt fährt, irgendwie wieder einzusortieren in den Kontext, weil der Kontext verändert sich so rasch und sie kommen ja gar nicht nach. Ja? Ja. Und ich bin neugierig und da bin ich dann schon auch wieder einer, der sagt, auch dieser Ausstieg muss ja moderiert sein. Und damit meine ich sowohl die Zurücknahme der Maßnahmen, auch die ganze psychologische Kommunikation. Also du musst ja auch diesen Ausstieg moderieren und kommunizieren. Aber ein Satz dazwischen. Ich weiß nicht genau, wie es in Österreich ist, aber in Deutschland überholen sich gerade die Bundesländer und die Kommunen damit zu lockern, zu öffnen. Und da ist Freibad auf, da schon die Biergärten, da auch schon. Also das passiert ja gerade. Aber das sorgt ja auch wieder für unglaubliche Verwirrung, weil das ja wieder ein Tohuwabohu ist. Ja. Aber darf ich nur mal ganz konkret? Also es gibt jetzt ja Diskussion darüber, dass man sagt, Geimpfte müssen ja trotzdem Masken tragen. Und jetzt gibt es eine Diskussion, die sagt, man möchte das jetzt dann in nächster Zeit so machen, zum Beispiel beim Personal in der Gastronomie, dass Geimpfte nicht mehr FFP2-Masken, sondern nur mehr normalen Mund-Nasen-Schutz tragen müssen. Ist das nicht da kann man hunderte so Sachen aufzählen. Auf Intensiv sind alle geimpft, zweimal mit Antikörpern, erwiesenermaßen neutralisierende Antikörper. Und die ziehen einen Ganzkörperplastikkondom über, nach wie vor, jeden Tag. Und brauchen deswegen mehr Pflegekräfte. Weiß ich nicht, aber das kann man auch fragen, wie lange noch? Das ist natürlich auch eine Übervorsicht, weil wir alle jetzt gelernt haben, wer wusste denn vorher, wie eine Tetanusimpfung, wie viel Wirksamkeit die hat? Wir alle haben auswendig gelernt, BioNTech und AstraZeneca, haben die 90, 85, 70% und jeden Separat, die übrig bleiben. Ist keine Kritik. Ich will nur sagen, wir haben viele Maßnahmen in place, von denen wir nicht mehr wissen, ob sie überhaupt noch notwendig sind. Und uns nicht trauen, damit aufzuhören. Aber sie sind anstrengend, sie belasten und sie haben zum Teil auch Nebenwirkungen, wenn es zum Beispiel geschlossene Betriebe gibt. So,
Und was es mir noch aber geht... Darf ich jetzt nur als Bürger kurz sprechen, ja, auch ich, obwohl ich moderat bin, als Bürger zu sagen, wir wissen es und die sind ein bisschen vorsichtig. Sie haben zuerst gesagt, ja, eigentlich, wir wissen eh nicht, ob wir es noch brauchen, aber die sind jetzt mal vorsichtig, möchten nicht noch einen Fehler machen. Da würde ich dann als Bürger sagen, wer meine bürgerlichen Freiheiten einschränkt, irgendwie aus Vorsicht, weil er es nicht genau weiß, mit dem bin ich nicht Ein Satz von mir. Sie könnten es sich leicht machen. Sie könnten es sich leicht machen. Und zum Beispiel bei der Durchimpfungsrate einen Wert festlegen, von dem man jetzt schon absehen kann, wann man ihn erreicht. Das wird ja, ist ja relativ gut berechenbar. Das machen übrigens die Dänen zum Beispiel. Und dann sagen, und ab dem Wert, vielleicht mit ein bisschen einem Risiko, lässt man mal ganze Maßnahmenpakete fallen oder ganz klar, und zwar für wirklich das ganze Bundesgebiet. Dass es wirklich klar ist für alle. Ich würde diese Angst nicht unterschätzen. Und bei Ihnen hat mir jetzt gerade gefehlt, Entschuldigung, wenn ich das so sage, das ist ja nicht so Vorsicht aus dem Nichts, sondern das ist ja gebranntes Kind scheut das Feuer. Wir haben ja was hinter uns alle. Und dann ist natürlich diese Unberechenbarkeit der Mutanten für Laien, und Politiker sind ja in dieser Hinsicht Laien, ist Mutante natürlich auch Science-Fiction-Horror-Szenario, dass es inzwischen 4000 Mutationen oder mehr von dem Coronavirus gibt. Das wissen Biologen oder Mediziner. Die sind ja nicht alle per se deswegen gefährlicher. Manche sind jetzt aber ansteckender, nicht unbedingt individuell gefährlicher, aber weil sie ansteckender sind, betreffen es halt mehr Leute. Und deswegen ist, glaube ich, diese Angst, na, jetzt warten wir mal ab, wie sich das entwickelt, und machen es lieber ein bisschen zu spät als zu früh. Das ist, glaube ich, das entscheidende psychologische Movens gerade. Das verstehe ich, aber die Kosten-Nutzen-Rechnung geht nicht auf. Es wäre für die Schulen. Ich fertige es nicht, ich versuche es zu erklären. Kein Plan gemacht. Irgendwas von diesen Maßnahmen, die im Käsemodell hintereinander geschalten werden, wegzunehmen. Die Schulkinder werden dreimal täglich getestet und haben... Dreimal täglich ist so weit ist es. Ja, also so geht es mir schon. Dreimal die Woche getestet, richtig. Tragen, je nach Schule, ein bisschen unterschiedlich, Bundesland und so weiter, aber bis zu 40 Wochenstunden diese Masken. Und niemand denkt dran, da jetzt zu sagen, gut, wenn wir jetzt vielleicht eine 7-Tages-Inzidenz von 10 haben, können wir das mal also hinterfragen. Also interessant fand ich gerade, was Sie gesagt haben, das Thema die Psychologie der Angst. Ja. Und in diesem Kontext einer Diskussion um eine freie Gesellschaft, die wir irgendwie sein wollen, wir wollen ja keine... maskentragende, angeblich gesunde, aber dann doch krank gemachte, unfreie Gesellschaft werden. Das will ja wohl hoffentlich schon keiner. Manche wollen es vielleicht, ich weiß aber, ich kann mir nicht vorstellen, dass es einer ernsthaft verteidigt. Gezielt will es doch auch keiner. Mein Petitum an der Stelle ist, dass unsere Freiheit als Individuen da aufhört, wo die Rechte anderer anfangen, aber nicht da, wo die Ängste anderer anfangen. Das ist ja, das Problem der Externalitäten, die kann man so weit stecken, dass man den anderen einfach nur mehr zu Hause einsperrt. Jetzt habe ich zwei Nachfragen bei dem, was Sie gesagt haben. Das eine ist, wenn Ihre Szenarien oder das Szenario, das Sie sehen, eintritt, das wirtschaftliche Crash-Szenario, dann gibt es ja auch unmittelbare Gesundheitsfolgen und vor allem auch langfristige Gesundheitsfolgen. Wenn Sie sagen Massenarbeitslosigkeit, das ist, glaube ich, in der Gesundheitswissenschaft irgendwie ganz gut anerkannt. Eins der größten Gesundheitsrisiken in Bezug auf gesunde Lebensjahre ist Arbeitslosigkeit zum Beispiel. Zugleich aber, weil Sie gesagt haben, die Psychologie der Angst, ist das nicht auch eine Psychologie der Angst in dem Szenario, das Sie zeichnen? Also es ist ja so, dass diese Frage eines massiven ökonomischen Ungleichgewichts, die ist ja jetzt nicht erst mit Corona eingetreten, sondern wir haben massive ökonomische Ungleichgewichte aufgespart, angespart als Gesellschaft in den letzten gut 20 Jahren, Minimum. Beschleunigt seit der Finanzkrise, nochmal beschleunigt mit der Eurokrise und jetzt sozusagen mit dem finalen Brandbeschleuniger Corona-Krise. Und in all diesen Krisen haben wir etwas gemacht, was nichts mit Krisenlösung zu tun hatte, sondern mit Krisenverzögerung oder mit Übertünchen oder mit ja irgendwie Symptombekämpfung statt Ursachenbekämpfung. Zeitkaufen, sagt man. Zeitkaufen, ja, die EZB hat ja das Zeitkaufen schon zu ihrem Mandat erklärt. Ja, das hat sie auch gesagt. Also Draghi hat gesagt, wir wollten der Politik Zeit kaufen. Als ob das jemals im Mandat drin gestanden hätte, an irgendeinem Punkt, dass man der Politik Zeit kauft, damit sie endlich die richtigen und guten marktwirtschaftlichen Entscheidungen trifft. Das hat sie die letzten 15, 20 Jahre schon nicht mehr gemacht. Und was wir jetzt vorfinden ist, wir haben ein angespartes Ungleichgewicht gesamtwirtschaftlicher Art, das wir mit immer schnellerem Gelddrucken jetzt seit Jahrzehnten überdeckt haben. Und dieses Ungleichgewicht wird sich seine Entladung suchen, so oder so. Und umso länger es der Geldpolitik gelingt, dieses Ungleichgewicht zu überdecken, und auch jetzt, ich meine, in der Corona-Krise haben wir eine Erhöhung der Bilanzsumme der Zentralbank, der Europäischen Zentralbank, von knapp 4 Billionen Euro gesehen auf
jetzt bald 8 Billionen Euro. Also 7,6 sind es aktuell. Wie viele Nullen hat? Ja? Das sind viele Nullen. Also wir glauben, wir könnten durch das Aneinanderreihen von Nullen irgendwie eine Lösung produzieren. Das wird aber nicht der Fall sein. Wenn Sie sich mal vorstellen, im Jahr 1999, da hat die Europäische Zentralbank eine Bilanzsumme gehabt, also die Zentralbank-Geldmenge ist das, von 700 Milliarden Euro. Jetzt liegen wir bei fast 8 Billionen, das ist also mehr als das Zehnfache. Und allein in der Woche vom 19. bis 26. März 2021 hat die EZB 350 Milliarden Euro frisch gedruckt. Das sind 800.000 Euro pro Sekunde, 24/7. Und das wird sich natürlich entladen. Das ist völlig klar. Aber zugleich ist es so, also Finanzkrise ist jetzt auch eine Weile her, nämlich mehr als ein Jahrzehnt. Ja. Und genau das wurde ja damals schon gesagt, diese Ausweitung der Geldmenge, dieses Gelddrucken, dieses Helikoptergeld, das kann nur, und zwar eher früher als später, entweder in Hyperinflation, ins Platzen aller möglichen Blasen, weil dieses Geld falsch allokiert wird, führen. Das werden wir bald sehen. Und nachdem es dann nie sieht, gibt es jetzt immer mehr Leute, die sagen, das passiert gar nicht. Ja, das ist ein historisches Phänomen. Das hatten wir auch schon mal. Es gab schon mal eine Zentralbank, die hat sich für all zuständig gehalten. Also unsere Zentralbank, die hält sich ja zuständig fürs Klima und für alles. Ja? Und natürlich auch für die Lösung aller Krisen. Die letzte große Zentralbank, die gedacht hat, sie wäre zuständig für was anderes als gutes Geld, war die Reichsbank in Deutschland. Die hat sich nämlich 1914 entschlossen, dass sie zuständig ist für die Kriegsfinanzierung. Und es ging fast 10 Jahre gut. Also 1923 erst kam es dann zum großen Knall. Und was bemerkenswert ist... Was glauben Sie, wann es jetzt zum großen Knall kommt? Ich glaube, dass wir nicht mehr so viel Zeit haben. Wir sehen es ja jetzt schon, viele Preise explodieren. Kann man spezifischer sagen? Bei dem aktuellen Ausdehnen der Geldmenge ist meine Hypothese, dass wir noch wenige Quartale haben. Und zwar deswegen, weil... Und dann explodiert es. Und was heißt das ganz konkret? Wenn das explodiert, was passiert dann ganz konkret? Die historische Erfahrung ist, dass wenn eine Zentralbank ihr Seniorage-Kapital aufgezehrt hat, also wenn ihre schlechten Assets auf der Bilanz das Bruttosozialprodukt eines Landes übersteigen, dass es dann nicht mehr lange dauern kann. Da gibt es verschiedene Fälle, Venezuela, Zimbabwe, Argentinien, Deutschland 23, Deutschland 48. Also dieses Muster kann man da studieren. Und es gibt unterschiedliche Theorien, warum das genau dann passiert. Aber bei der aktuellen Gelddruckgeschwindigkeit erreichen wir diesen Punkt innerhalb der nächsten 1 bis 2 Jahre. Und was passiert dann? Und dann werden wir massive Preiserhöhungen sehen. Und zwar nicht diese 2% pro Jahr oder knapp unter 2% pro Jahr, die sich die EZB wünscht. Das geht nämlich gar nicht. Sondern dann werden die Preise richtig losgaloppieren. Dann werden wir am Anfang 10, 15, vielleicht 20% Inflation sehen. Und weil die Zentralbank dann nicht gegensteuern kann, denn wenn sie gegensteuert, muss sie 2 Dinge tun. Sie muss die Zinsen massiv erhöhen und sie muss die Geldmenge begrenzen. Das heißt, sie muss von dieser Geldmengenexpansion runter. Wenn sie das aber macht, dann gehen Staaten und Banken in der Eurozone pleite. Sie verhindert es ja gerade dadurch, dass sie es immer weiter treibt. Und sie kann es auch nicht verlangsamen. Deswegen verläuft es ja exponentiell. Das heißt, die Geschwindigkeit des Gelddruckens erhöht sich. Und das Ergebnis dessen ist zwingend eine Inflation, die außer Kontrolle gerät und die nicht mehr eingefangen werden kann. Also mich erinnert das Ganze an einen Roman von Wilhelm Generzino. Da ist die Hauptfigur ein freischaffender Apokalypse-Redner, der gut davon lebt, anderen Katastrophen auszumalen. Also ich habe gelernt, ökonomischen Prognosen nicht mehr zu trauen, weil sie weder die Finanzkrisen der letzten Jahre vernünftig vorhergesagt haben. Insofern... Das klingt alles ganz schlimm und Warnungen haben immer Konjunktur. Das hat man auch in der Pandemie Finden gesehen. Finden Sie biologische Prognosen so viel zuverlässiger? Nee, da gab es genau die Exzesse auch. Ich wollte gerade darauf hinaus, dass es da Mediziner und Virologen gab, die sich profiliert haben, indem sie es besonders schlimm gezeichnet haben. Gibt es natürlich auch in den Medien. Deswegen sage ich ja, es geht darum, sozusagen das sorgfältiger zu gewichten mit vielen Einflussfaktoren. Und dazu halte ich das... sozusagen die wirtschaftliche Gemengelage und die schwere Vorhersagbarkeit der Zukunft für so schwierig, dass ich mir da keine Prognosen zutrauen würde und denen auch, wie gesagt, meist misstraue. Und da vermisse ich auch im Rückblick die ganzen Prognostiker, was sie denn gesagt haben, als es die Krisen gab, eben vor 12 Jahren und vor 20 Jahren. Also ich kann Ihnen dazu nur sagen, dass es hier nicht um die Frage einer Prognose geht, sondern es geht um die Frage historischer Vergleiche. Wann ist die Gelddruckorgie am Ende? Wann kommt sie an ihren
Zielpunkt, wo sie nicht mehr weiterverfolgt werden kann. Ja, aber dazu da hatten wir Erste Weltkrieg, da hatten wir Spanische Grippe, große Pandemie. Also da gab es ja auch andere Faktoren, die da reingespielt haben. Es gibt immer Faktoren, die die Geldpolitik dazu antreiben, das zu tun, was sie tun. Aber das sagt ja, dass die Pandemie das jetzt auch antreibt. Ja, aber da gab es natürlich ein sozusagen komplett da niederliegendes Europa mit Zerstörung nach dem bisher größten Krieg, den es bis zu dieser Zeit gegeben hat. Also ja, aber da hatten sie die gleiche Diskussion. 1922, als 1922, als die Gelddruckerei ja schon 10 Jahre ging, hat es nur noch einen kleinen Anstoß gebraucht. Und damals hat die Reichsbank auch gesagt, also wir haben den ganzen Krieg damit finanziert und das ist kein Problem gewesen. Und dann haben wir die Revolution finanziert und den Wiederaufbau finanziert und alles haben wir mit gedrucktem Geld gemacht. Und es hat nicht zu diesen Folgen geführt. Die Frage ist nicht, ob das passiert. Die Frage ist nur, wie gut man das zeitlich eingrenzen kann. Sie haben mich nach dem Versuch, das zu tun, gefragt. Den habe ich Ihnen geliefert. Natürlich weiß ich auch nicht, wann genau es passiert. Aber ich kann Ihnen sagen, dieses Ungleichgewicht geht nicht weg. Und es hat auch nichts mit der Frage einer Prognose zu tun, sondern es hat damit was zu tun, dass das Ungleichgewicht da ist. Und irgendwann wird es seinen Anlass finden, sich zu entladen. Historisch erfahrungsgemäß tut es das, wenn die Zentralbankbilanz über dieses Bruttosozialprodukt Ich wollte jetzt die Frau Piabulescu fragen, ganz konkret nämlich wieder, werden Sie erst auswandern, wenn der Crash kommt oder schon vorher? Wollen Sie loswerden? Nein, nein, aber das ist ja, auch solche Ängste spielen ja wahrscheinlich bei vielen Menschen eine Rolle, dass sie sagen, das wird hier in Europa, das wird nicht gut gehen, obwohl es vielleicht ja weltweit nicht gut gehen wird. Sind diese ökonomischen Ängste Ihr Hauptmotiv? Also, alle Leute, die hier so sitzen, würde ich jetzt mal behaupten, haben einen festen Job und ein festes Einkommen die letzten 15 Monate gehabt. Ich nicht. Ich habe nichts bekommen und mir wurde verboten zu arbeiten. Und ich bin eine von vielen Tausenden in Österreich, der es so geht. Ich glaube, dass Menschen wie ihr das überhaupt nicht sehen könnt. Das kann man sich nämlich gar nicht vorstellen. Ich konnte mir niemals vorstellen, dass ich vor einem Jahr war ich erfolgreich mit meinem Geschäft und plötzlich habe ich kein Geschäft mehr. Mir wird untersagt zu arbeiten, ich werde nicht unterstützt und ich habe gemerkt, wie schnell das in eine Richtung läuft, die wirklich sehr, sehr beängstigend ist. Und deshalb sage ich, wenn bei mir der Ofen aus ist, ist er aus und dann muss ich gehen. Da warte ich nicht auf den Crash, der hier kommt, sondern ich habe meinen eigenen Crash. Ist woanders denn besser, muss ich mal ganz naiv fragen? Das weiß ich nicht. Ich habe viel im Ausland gelebt, ich habe 30 Jahre in Deutschland gelebt, ich war 5 Jahre in Andalusien. Es ist immer überall anders. Was ich nicht mehr möchte, ist, dass ich in meinem Heimatland das Gefühl habe, dass ich nicht zu Hause bin und das habe ich gerade. Wenn ich das Gefühl habe, mir werden Dinge oktroyiert, die ich nicht möchte. Deshalb würde ich sagen, ja, es ist vielleicht unter Palmen besser, wenn auch nicht wirklich, aber das wäre dann nicht mehr mein Platz. Und ich kann nur sagen, das ist mein eigener Crash, auf den ich warte oder eben nicht warte oder der kommen wird und der mich dann dazu zwingt, zu handeln. Ich glaube, das ist eine Haltung, die Sie öfter beobachten. Ist das sowas, was da ist, Gesellschaft, dass die Leute sagen, irgendwie jetzt gar nicht so sehr wegen ökonomischer Prognosen und Modelle, das verstehen viele Leute nicht, dass sie sagen, ich glaube, da kann jetzt eine Situation kommen, da wird echt alles anders. Ist das so Vom Auswandern habe ich weniger oft gehört, aber das Leben beenden hören wir immer wieder. Und das ist ja auch das mit der Krise und den Suizidraten, wenn dann die Krise aus ist und persönlich ist aber nichts besser. Dann zieht man oft mal einen Strich in diese oder jene Richtung. Und ich bin wirklich, ich verstehe Sie sehr gut. Ich habe in verschiedensten Facetten wirklich oft erlebt, ich sage jetzt mal ganz einfach Überheblichkeit der Entscheidungsträger, die sich sowas von nicht einfühlen können, in welche Situation auch immer. Ich will jetzt ausnahmsweise nicht nur von den Kindern reden, sondern sind Menschen, die, wie Sie sagen, sämtlich Verdienst haben, Bürozeiten, Urlaub und so weiter und überhaupt nicht wirklich dran denken, was dieser oder jene Unterschrift wem antut. Genau so ist es. Jetzt möchte ich das aufgreifen, was der Herr Bartens wie der Schüler gesagt hat, dass man denen sagt, ihr habt es eigentlich ganz gut geschafft. Es gibt ja also wirklich Menschen, die sehr hart von der Krise getroffen sind, so wie Frau Piabulescu. Und sie sagen, viele denken dann vielleicht nicht ans Auswandern, sondern daran, ihr Leben zu beenden. Das tut sie nicht. Warum schaffen dann doch wieder so viele Menschen, die auf so harte Art und Weise getroffen sind, das irgendwie zu sagen, ich mache weiter? Na, da gibt es offensichtlich Resilienzfaktoren. Wir waren schon dabei. Gut, sie ist eine Frau, weiblich, sie hat einen Riesenvorteil. Wir sind ja viel suizidgefährdet. Kinder, die man betreuungspflichtige Kinder statistisch gesehen. Ich bin eine Mama, ganz genau. Also so eine Gedanken kommen mir gar nicht.
Es bringt sich nicht jeder um, der sozusagen auch existenzielle Probleme hat. Aber es sind zum einen, ja, die Vorerkrankten, denen geht es sehr viel schlechter. Es sind Menschen neu erkrankt. Und viele sind einfach, ohne jetzt eine psychiatrische Diagnose im engeren Sinn zu haben, in einer tiefen, schweren Krise. Und niemand weiß, wissen wir alle nicht, wir wissen ja so unglaublich vieles nicht, nur sagen das so unglaublich wenige Leute so selten, wie sich das entwickelt. Ich weiß zum Beispiel eines ganz sicher, nämlich, dass wir jetzt am Ende unserer Zeit sind und mit dieser Sendung den Crash jedenfalls nicht erwarten können. Da müssen wir uns wahrscheinlich später nochmal darunter unterhalten. Meine Damen, meine Herren, vielen Dank für dieses Gespräch. Ihnen einen schönen Abend und hoffentlich bis zum nächsten Donnerstag beim Talk im Hangar 7.